Ach so, erstmal müssen wir ja eh. Ach ja. Nässe. Der letzte Golem. Ja. Portal Gun ist an. Leben läuft. Entschuldigung. Dann wollen wir mal. So, wollen wir erstmal. So, er muss eigentlich genau hier hin. Das könnte wieder reichen. Perfekt. Treffer Nummer 1. Und yeah, wir sind nicht getroffen worden. Weltklasse. Dann hier und ihn im Auge behalten. Ihn schön hierher locken. Ja. Komm schon. Perfekt. Wir gehen drumherum. Und landen Treffer Nummer 2. Gehen schön aus der Reichweite von seinem Morgenstern oder wie auch immer man es nennen will. So, dann hier noch einmal und hier oben wieder ein aufgeladenes. Und dann locken wir ihn ein letztes Mal. Komm schon. So komme er. Hopp. So, und jetzt. Perfekt. Lassen ihn angreifen. Es dauert ja eh ewig lange, bis er seinen Morgenstern da aus dem Boden gerobbt hat. So, das sollte dann der letzte sein. Bam! Ja, der war jetzt wieder recht einfach. Wir sind sogar, ja, ohne Schaden zu nehmen, durchgekommen. Und dann machen wir uns jetzt mal dran, den Strahl umzuleiten. So, dazu müssen wir erstmal wieder runter. Stopp! Nein, das war verkehrt. Ich meine, wir hätten den erstmal oben speichern müssen, den Strahl. Denn so können wir hier recht wenig ausrichten. Wenn mich nicht alles täuscht. Also den Weg wieder hoch. Ich habe das zweite Portal leider erst gesehen, als ich den Aufzug schon aktiviert hatte. Ja, nun fahr doch mal ein bisschen schneller. Lalalala. Also irgendwie war der Weg nach unten ja nicht so lang wie der Weg nach oben. So, hier so.
Genau. Und jetzt ist hier nämlich auch ein Weg offen. Der... das passt. So, ich will noch mal ganz kurz gucken, ob wir hier irgendwas vergessen haben. Das sieht gut aus. Dann jetzt runter. Ja, er fährt runter eindeutig zügiger als hoch. Es ist wieder Spiegelzeit. Wir müssen den Strahl wieder hoch irgendwie umleiten. Und zwar bleibt ihr eigentlich dauerhaft oben oder dauerhaft da, wo ihr sein sollt. Ach, das war schon. Okay, das nennt sich Glück. Das ist auch schon alles. Man muss also nur einen Spiegel bewegen und hat das Rätsel gelöst. So, jetzt befürchte ich ja auch fast, dass wir hier draußen uns wieder diversen Gegnerhorden erwehren dürfen. Oder auch nicht. Okay, dann Portal Gun. Nein! Ah, doch getroffen. Schön, dann müssen wir jetzt hier hin. Hier hin. Und doch, glaube ich, erstmal auf der anderen Seite irgendwie. Ja. Gut, dich weg. Und jetzt hier wieder eins hin. Und dann sollte das eigentlich ohne große Schwierigkeiten funktionieren. Ach, daneben, verdammt. Wir müssen warten. Geschafft. So, jetzt müssen wir nur noch heil rüberkommen. Dazu mache ich das hier wieder weg. Oder? Nee, gar nicht. Ich mache hier einfach nur eins hin. Und das müsste ja eigentlich reichen. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob wir auf der richtigen Seite sind. Nein. Eine Drehung noch abwarten. Nee, sag ich ja. Ach. Und da muss ein Portal hin. Nämlich setzen wir das mal ein bisschen weiter runter. Na komm schon, dreh dich. So, dann hier eins hin. Und dann müssen wir jetzt nur noch warten, bis wir einmal rum sind. Und dann können wir hier auch schon durchhüpfen. Hüpf, hüpf. Und wir sind da. Jetzt gehen aber die Schotten zu. Nicht? Skandal. So, und hier ist ja jetzt noch jede Menge Eier. Jetzt hätten wir das dann auch erledigt. Da ist eine Lebenstruhe. Die brauchen wir ja mal sowas von gar nicht. Gut. Ich erinnere mich, das Rätsel war ein bisschen schwieriger. Okay, wir brauchen auf jeden Fall erstmal das und können dich drehen. Gut. Bleibst du? Nein, du bleibst nicht. Okay, dann müssen wir das wahrscheinlich
Da möchte ich jetzt mal gucken, was ihr beiden so macht. Die Tür auf. Gut, und hier drüben. Peppa! Da war die Lebenstruhe, die wir mitnehmen, sonst fragen wir uns wieder, was das für eine komische Truhe ist. Portal Gun. Und hier eins hin. Und hier ein aufgeladenes hin. Ach Gottchen. Nein. Hallo? Ah ja, ich hätte einfach nur mich länger hochschießen lassen müssen. Gut, hier ist noch... Ah, die ominöse Truhe. Und dann... möchte ich eigentlich mal... hier ein aufgeladenes Portal... hier ein aufgeladenes Portal hinmachen. Denn... wenn wir uns da jetzt hochschießen lassen, müsste eigentlich... hep, hep. Müssten wir eigentlich genau an das Artefakt kommen. Weltklasse. Juhu. So, war denn jetzt hier oben noch irgendwas anderes zu erledigen? Ich denke ja mal nicht. Oder was ist hier hinten noch? Ne, hier ist auch weiter nichts mehr. Dann mal wieder zurück. Und jetzt. Kreuzklinge. So, und hier mal aufmachen. Was passiert denn hier? Okay, der macht nur die Tür wieder auf. Und hier... den fahre ich jetzt mal hoch. Ach so. Dann fahren wir ihn halt runter. Aber das dürfte verkehrt gewesen sein. Da wir ja den Strahl noch nicht umgeleitet haben. Nämlich... okay, der Versuch war nix. Och, und der Weg ist auch noch so lang. Ist ja ätzend. Ist das eine Endlosschleife? Ich bin gefangen in einer Endlosschleife. Nee, bin ich nicht. Boah, also das hätten wir ja, hätte man ja auch ein bisschen kürzer gestalten können, oder? Jetzt darf ich den ganzen, oder dürfen wir den ganzen langen Weg wieder hochfahren? Na, hör auf zu ruckeln. Yeah, wie er sich ein zurecht ruckelt. Tja, da müssen wir jetzt es irgendwie schaffen, den Strahl umzuleiten. Ich bin da noch ein bisschen verwirrt mit den ganzen Portalen und wann wir das in der Mitte drehen müssen. Und dann muss ja die Tür auch noch rechtzeitig geöffnet werden und. Alles nicht so leicht. Aber dann haben wir den letzten Strahl so gut wie umgeleitet zu Azrael. Und dann sind wir natürlich gespannt, was danach kommt. So, jetzt sind wir wieder oben. Ja, ja. Schön. Hopp. So.
Eine Chronosphäre wäre echt nice, um das hier alles ein bisschen langsamer machen zu können. Okay, ich mache erstmal hier ein Portal hin. Denn das muss ja definitiv dahin. Irgendwie. Glaube ich. Meine ich. Ich teste jetzt mal ein bisschen rum. So, die gute Kreuzklinge und Tap. Ach nee, wir müssen das sogar mehrmals umdingsen. Hä? Warum ist denn das Portal weg? Ach, deswegen. Ich verstehe.